Für diejenigen, die das nicht wissen, und zwar wieso, weshalb, welchen Zeitgeist wir haben, wer die Negativen sind. Es geht darum, Gott wollte sich einen Gefallen machen und wollte sich selber kennenlernen, sich besser erkunden, Erfahrung sammeln. Und Gott erschuf den Menschen und bat seine Engel, den Menschen zu dienen auf ihrem Entwicklungsweg, dass sie einfach mit Rat und Tat und Unterstützung beiseite stehen. Und zu der Zeit war Luzifer einer der höchsten Engel und sehr mächtig und sehr von sich eingenommen, sehr eifersüchtig auf den Menschen, machte Gott auch diese Idee streitig. War eben nicht begeistert, ein Diener zu sein von so was Niedrigem wie einem Menschen und er wickelte Engel auf und versuchte gegen Gott zu rebellieren und die anderen Engel und Erzengel Michael voran kämpften gegen sie und gewannen auch und Erzengel Michael bannte ihn auf die Erde vorerst und seitdem treibt dieser sein Unwesen bei den Menschen und streut Zwietracht und Niedertracht und Eifersucht und Boshaftigkeit und verführt ihn nach allen Künsten, manipuliert nach allen Künsten, stellt sich gern als Engel des Licht dar, ist es eben nicht, tut aber so, als wäre er ein Guter, ist es aber nicht. Gibt falsche Versprechungen. Er ist eben wirklich der Vater der Lüge. Und er hat dann auch in der Vergangenheit, man findet manchmal Skelette von Riesen. Das liegt daran, dass er mit seinen anderen schwarzen Engeln eben auch teilweise Menschenfrauen verführt hat. Daraus entstanden die Nephilim, und zwar die Riesen. Eine Katastrophe damals für die damalige Zeit, weil diese haben Menschen gegessen und also es muss wirklich schlimm gewesen sein. Gott, es ist scheinbar laut Überlieferung, war das die erste Sintflut. Die zweite Sintflut kam zu Zeiten von Atlantis. Da wurden dann Menschen mit Tieren, Maschinen mit Tieren gepaart. Es wurden schwarze Messen abgehalten. Man hat die Menschen künstlich dumm gehalten. Da gab es dann eben mit den Lemurianern, das waren naturverbundene Menschen, gab es einen Kampf, aber die waren einfach zu liebevoll und friedlich. Und die Negativen eben gewannen. Und Gott musste auch an der Stelle wieder die Sintflut einsetzen, weil das, was daraus entstanden war, auch vom Menschen her, war wohl einfach unmöglich, also es war einfach nicht tragbar. Und das ist wohl der wahre Kern dahinter, warum Atlantis unterging. Und die heutige Zeit ist, könnte man als Wiederholung der Zeitgeschichte betrachten. Jetzt liegt es natürlich an uns insgesamt, wie wir uns verhalten und wie wir damit umgehen. Wie wir miteinander konstruktiv umgehen, wie wir das lösen, indem wir zum Beispiel uns gegenseitig positiv bestärken, statt uns zu bekämpfen, indem wir aufhören, uns manipulieren zu lassen und instrumentalisieren lassen und uns unsere Macht, unsere Gesundheit, unser Wissen nehmen lassen. Es kommt darauf an, wie wach, also nicht verschlafen, vor sich hin dödelnd, sein Leben vor sich hin und dann hoffen, es wird schon irgendwie, sondern wie wir eben als Gemeinschaft das Spiel beenden und uns auf die Seite Gottes stellen, um eben das Böse endgültig von der Welt zu verjagen. Und deswegen ist es so wichtig, digital Detox zu machen, denn das Böse arbeitet mit allen Mitteln, um die Menschen für sich in jeglicher Hinsicht zu gewinnen, weil er natürlich nicht bereit ist, seine Macht aufzugeben. Und deswegen betet für andere Menschen, dass sie wach werden, dass sie zur Erkenntnis kommen.
Ja, guckt auch, dass ihr gesund bleibt, und wie gesagt, achtsam seid und betet, haltet Gott in eurem Herzen, haltet die Verbindung zur Liebe, betet auch ruhig mal einen Rosenkranz, das macht einen Kanal auf und stärkt euch und arbeitet mit euren Engeln und Schutzengeln. Sprecht sie ruhig an. Sie werden euch schon wissen lassen, dass sie bei euch sind. Bittet auch um Schutz vor negativen Kräften. Sie sind erfahrene und super kluge Kämpfer. Und verliert nicht den Mut in dieser Zeit. Bleibt positiv und versucht nach Möglichkeiten einen positiven Beitrag in der Welt mitzugeben und unterstützt euch und weckt andere auf und macht ihnen klar, dass diese Erde nicht nur Materie ist und Technologie, sondern das im Hintergrund, und das ist eben die Vorliebe des Teufels. Er möchte gern im Hintergrund sein und unerkannt sein, seine Ränke spielen. Macht sie darauf aufmerksam, schickt öfters, wenn ihr irgendwas Komisches entdeckt, ganz klar sagt ihr: Satan, im Namen von Jesus Christus binde ich dich und werfe dich vor den Füßen von Erzengel Michael. Und macht das, egal ob das komisch aussieht oder nicht, macht das, wenn irgendwas euch komisch, wenn irgendwas in euch warnt und sagt, es ist aber seltsam oder es knackt komisch oder irgendwas ist irgendwie, es riecht komisch oder ihr fühlt euch unwohl. Sagt es, nutzt diese Macht von Jesus Christus, sagt, ich binde dich, Satan, im Namen von Jesus Christus und hinfort mit dir. Und genau, das wollte ich euch etwas erzählt haben und fühlt euch ganz lieb umarmt.